5% mehr Rentenerhöhung für das Jahr 2020 angekündigt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ab dem 1. Juli 2020 soll es wohl 5% mehr Rente geben. Eine satte Rentenerhöhung für ca. 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Ost und West. Woher kommen diese Zahlen? Wir haben schon einmal in einem ersten Bericht zu dem Thema Rentenerhöhung 2020 mitgeteilt, dass wir, die Rentenberater von rentenbescheid24.de, davon ausgehen, dass es für das Jahr 2020 ca. 3% Rentenerhöhung geben kann. Und zwar haben wir das nicht aus der Luft herausgenommen, sondern wir haben uns den Rentenversicherungsbericht der Deutschen Rentenversicherung aus dem Jahr 2018 angeschaut. Und da gibt es Vorausprognosen. Und diese Vorausprognosen haben tatsächlich auch für das Jahr 2019 zu 100% gestimmt. Also gehen wir davon aus, ca. 3% kommen. Wie kommen wir jetzt auf die 5%? Es ist ja ein Unterschied von 3 bis 5%, da fehlen ja diese 2%. Und genau diese 2% ist diese Sonderregelung, die jetzt aufgrund von statistischen Neuberechnungen auf einmal da ist. Und zwar ist Folgendes passiert: dieses extra Plus von den 2% kommt daher, weil die Bruttolöhne sich entgegen den statistischen Werten seit dem Jahr 2000 um jährlich ca. 0,1% höher berechnen als statistisch derzeit berechnet worden ist. Das macht also auf 20 Jahre bezogen sage und schreibe 2% mehr. Und genau diese 2% werden aller Voraussicht nach nächstes Jahr in der Rentenanpassung mit enthalten sein. Aber aufgepasst, im Jahr 2021 wird es aus gesetzestechnischen Gründen wieder einen Abzug dieser 2% geben. Und deshalb kann es passieren, dass viele Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2021 das böse Erwachen bekommen, wenn dann die Rentenanpassung möglicherweise sehr deutlich geringer ausfällt. Eine ähnliche Situation hatten wir schon mal im Jahr 2015, und zwar ist dort ein Abzug vorgenommen worden in der Rentenanpassung, weil im Jahr 2014 auch wiederum durch eine Revision der Statistik sich herausgestellt hat, dass die Beschäftigtenzahlen höher waren als angenommen und sich daraus ein niedrigerer Bruttolohn ergeben hat, was dann also in der Rentenberechnung oder in der Rentenwertberechnung eine Rolle spielt. Unser Vorschlag für Sie: warten wir doch einfach in Ruhe ab, trinken ein Tässchen Tee und warten einfach die Zahlen der Bundesregierung oder des Bundesarbeitsministers ab, die dann irgendwann mal entweder am Jahresende schon in der ersten Vorausschau oder dann nächstes Jahr im Frühjahr 2020 als echte Werte feststehen. Wenn es tatsächlich 5% sein sollten an Rentenerhöhung, werden wir uns natürlich für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland freuen. Bei 1.000 Euro brutto sind es monatlich 50 Euro mehr. Näheres zu diesem Thema können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.